Hallo Naturfreunde! Wusstet ihr eigentlich, dass ihr eine Reise in die geologische Vergangenheit machen könnt? Mitten in Deutschland und vor eurer eigenen Haustür? Mit tiefen Einblicken in die Entwicklung des europäischen Kontinentes. Kein Scherz! Die geologisch super abwechslungsreiche Mittelgebirgslandschaft ist im Grenzgebiet zwischen Nordhessen und Nordrhein-Westfalen. Kommt unbedingt vorbei und schaut euch das an. Im Nationalen Geopark Grenzwelten. Es lohnt sich. Alle Infos zu unseren Angeboten und Highlights findet ihr unter www.geopark-grenzwelten.de. Erfährt damit natürlich ein neues Besuchererlebnis. Die Frau Peiss hat das so nett formuliert, weil Vergangenes damit lebendig wird. Ich möchte mich an dieser Stelle nur bedanken. Es war eine hervorragende Arbeit, Zusammenarbeit wie immer mit dem Landkreis, insbesondere mit Frau Kim Preis. Es war auch eine interessante Zusammenarbeit, zumindest hat der Dr. Müllenach das so bestätigt, mit der Firma MT Interactive. Genau. Ja, mit Frankenberg somit ein echtes regionales, übergreifendes Projekt. Um das so zu formulieren. Also vielen Dank. Wichtig ist, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass die Wertigkeit des Geoparks weiter in der Fachwelt bekannt wird, aber auch in der Frage der Bevölkerung. Es lohnt sich tatsächlich, diesen Geopark zu entdecken. Und da hat Frau Peiss wirklich eine tolle Grundlage geschaffen, auch ihre Vorgänger. Und ich bin dankbar, dass Dr. Müllenhoff bei uns das hier gemeinsam mit unserem Museum natürlich ganz weit oben auf der Agenda geschrieben hat. Das ist von daher alles, denke ich, gut, auch für dieses neue Projekt. Das lohnt sich tatsächlich, sich in die Zeit von etwa 250 Millionen Jahren zurückzuversetzen und sich mit Prosinosuchus zu beschäftigen. Ansonsten ist sicherlich auch, da sind wir als Korbau besonders stolz, dass natürlich der Geopark hier seine nicht nur geografische Mitte findet, sondern letztendlich auch sicherlich auch die geologisch wertvollste Fundstätte darstellt, die in der Fachwelt als solches natürlich auch weiter beschrieben wird. Das Ziel. Sehr gute und übergreifende Zusammenarbeit, sehr schnell auch in der Umsetzung. Ich denke, da ist uns schon eine tolle Sache gelungen insgesamt. Die Firma Mütze Textilband hat es ja angestoßen in Schäufer und wir haben das gerne aufgegriffen, weil das auch mit unseren Ansätzen übereingeht. Wir haben ja als Geopark Grenzwelten den Anspruch, zum einen sozusagen die Natur und dann eben auch die Geotope im Rahmen der Natur vorzustellen, dann einen nachhaltigen Tourismus darüber zu entwickeln, Regionalentwicklung zu fördern letztendlich, aber auch letztendlich Bildung zu betreiben. Wir haben ja auch Bildungsschulen sozusagen, hier Berliner Schule beispielsweise, die als Grenzweltschule mit dabei ist. Und da geht es ja gerade darum, dass man dieses ja eigentlich tröge Thema Steine und Fossilien und so weiter wirklich lebendig zu machen für Kinder und Jugendliche. Und das kommt ja immer mehr. Sie kennen ja aus den Filmen diese Wahnsinnsvisualisierung. Das ist ja heute alles lebensecht und das wollen die natürlich gerne auch vor Ort ein Stück weit haben. Und insofern ist das natürlich ein toller Einstieg in der Richtung. Ich glaube auch, dass fast jedes Kind, also zumindest auf die Jungs bezogen, sage ich, dass wir jetzt mal auch eine Phase der Dinos durchlebt hat und dies nachher wieder verliert. Aber ich denke mal, gerade mit Familien und so weiter ist es ein hochinteressantes Angebot, dann hier etwas visualisiert sich vorstellen zu können. Und ja, es ist toll, dass wir das eben gemeinsam mit einer lokalen Firma und der Stadt Korbach haben machen können. Hat dem Geopark-Motto gerecht zu werden, also wirklich Vergangenes lebendig zu machen. Denn gerade in der Geologie stehen wir immer vor dem Problem, das, was wir eigentlich zeigen möchten, ist so nicht mehr da. Das können Landschaften sein, das können Prozesse sein oder eben längst ausgestorbene Tiere. Und hier mit dieser neuen Technik haben wir jetzt einfach die Möglichkeit, das viel, viel besser zu veranschaulichen und vor allem auch eine junge und digital affine Zielgruppe noch anzusprechen. Und deswegen können wir von Geopark auch, Seite auch sagen, das wird auf jeden Fall weiterentwickelt, das soll auf den ganzen Geopark ausgeweitet werden. Und wir freuen uns aber, dass hier der Startpunkt im Zentrum an der Korbacher Spalte ist, was ja definitiv geologisch das Highlight hier im Geopark ist.
QR-Codes ist sozusagen der Türöffner für dieses interaktive Erlebnis. Einen QR-Code erstellt, hinter dem jetzt sozusagen diese ersten beiden Plakate digital hinterlegen. Einmal sozusagen eine Animation der Körperer Spalte, wie sie entstanden ist. Einen kleinen Text dahinter, dass die Leute in der zusammengekürzten Fassung, was Dr. Marc Mühlenhoff und die Frau Kim Peiss zusammen mit uns dann sozusagen ein bisschen zusammengekürzt haben. Und dann noch eine weitere Animation von der Zeitleiste, dass die auch noch ein bisschen den Leuten beigebracht wird. Ich fange einfach mal an. Sozusagen, davon funktioniert es auch über die Kamera, das animiert darauf zu klicken. Dieser Korbacher Dackel, Procinosuchus. Wenn ich jetzt hier mittels Augmented Reality, was jetzt das Highlight sozusagen ist, wenn ich jetzt hier auf... Herzlich willkommen in Korbach. Wir Korbacher sind sehr stolz darauf, dass es drei Dinge gibt, die nur wir alleine haben. Das ist erstmal das größte Goldvorkommen in Deutschland. Das ist zweitens die sogenannte Korbacher Spalte, zweitälteste fossile Fundstätte dieser Welt, die den Nachweis durch den Fund des sogenannten Procinosuchus, des Korbacher Dackels, gebracht hat, dass es den Urkontinent Pangea wirklich gab. Und als drittes natürlich, wir sind Hessens einzige Hansestadt. Das macht uns stolz, dass wir diese Besonderheiten darstellen können. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir ganz wichtig auch in der Region heraus und aus der Region heraus wirken dürfen und Nordhessen, respektive unserem wunderschönen Landkreis Waldeck-Frankenberg, sicherlich auch helfen, ein Stück bekannter zu machen. Alles klar. Für den Geopark ist heute auf jeden Fall ein großer Tag, weil wir heute unser neues Projekt hier an der Korbacher Spalte vorstellen durften, unter dem Motto Augmented Reality, das heißt erweiterte Realität. Wir möchten nämlich den Geopark digitaler machen, wir möchten interaktiver werden und vor allem auch eine jüngere, digital affine Zielgruppe damit ansprechen. Das heißt, ab sofort können Sie hier bei Ihrem Besuch an der Korbacher Spalte mittels eines QR-Codes dieses neue Projekt nutzen. Sie können sich entweder die Korbacher Spalte in einer 2D-Simulation präsentieren lassen, vorsprechen lassen. Sie können sich aber auch den Procinosuchus, unseren Korbacher Dackel, in 3D in der Natur zeigen lassen, können Fotos mit ihm machen. Also wir haben hier wirklich mit dem Projekt eine breite Bandbreite erfasst, um das Erlebnis Korbacher Spalte noch weiter auszubauen und digitaler zu machen. Das ist hier ein Pilotprojekt des Geoparks an der Korbacher Spalte. Wir möchten das Ganze zukünftig weiter auf den ganzen Geopark ausbauen und da dürfen Sie auch gespannt sein, was noch folgen wird.